Hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Lieblings-YouTuber. Ich bin doch euer Lieblings-YouTuber, oder? Jedenfalls könnt ihr jetzt für mich abstimmen, meine Freunde. Ich bin nämlich für die Goldene Henne nominiert worden und möchte, dass alle anderen YouTuber außer mir verlieren. Deshalb stimmt jetzt einfach bei dem Link in der Videobeschreibung für mich ab, weil ich mit Abstand der beste und witzigste und tollste und unterhaltsamste YouTuber bin. Oder weil alle anderen schon zum Voten aufgerufen haben und jetzt das Ende des Votings in ungefähr einem Tag stattfindet und ich mich freuen würde, wenn ich wenigstens den vorletzten Platz belegen würde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt alle fleißig voten! Los, stimmt jetzt sofort ab für die Goldene Henne. Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme zum Stream. Wir spielen jetzt eine Community-Runde Hide and Seek mit über 20 Leuten. Kurz zu den Regeln. Ich werde jetzt wieder ein Passwort erstellen. Ihr kommt alle rein. Wir landen alle gemeinsam in Tilted. Ihr sammelt keine Waffen auf. Keiner sammelt Waffen auf, okay? Ihr macht den Streamer-Modus aus, versteckt euch und ich muss euch komplett in Tilted suchen. Komplett Tilted heißt, nicht außerhalb der Wände von Tilted bleiben, nicht unter die Treppe bei Tilted gehen und nicht, was halt außerhalb von Tilted liegt. Nö. Das ist eine Sub-Only-Runde. Okay, ich kann nicht auf alle warten, das tut mir wirklich leid, Bruder. Ihr landet bitte in Tilted, versteckt euch gut. Ich werde euch jetzt suchen. Hi, Captain. Und wer von euch eine Waffe in der Hand hat, dem blase ich direkt das... Springt raus, ich werde oben am Main Tower landen, nur zu eurer Info. Falls ich sehe, dass sich einer von euch versteckt, müsst ihr bitte woanders hingehen. Und seid fair miteinander, okay? Bauen ist auch verboten und Baumkronen ebenso. Baumkronen und Bauen ist ebenso verboten, ganz genau. Versteckt euch nur in Gebäuden, setzt keine Fallen oder sowas, weil sonst ist das komplette Video im Arsch. Einfach keine Items aufnehmen und verstecken. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt hier vorne hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, wichtig ist an der Stelle, ich bin der Einzige, der hier bauen darf und ihr dürft eure Verstecke nicht mehr verlassen. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt irgendwo sitzt, bleibt bitte sitzen, weil sonst dauert es bei 30 Leuten ewig. Ja, der Kollege stand dann einfach auf der Treppe. Grüße gehen raus. Schade, Mann. Da warst du wohl nicht schnell genug, Bruder. Tut mir leid, dass ich dich jetzt sofort hinrichten musste. Das tut mir wirklich leid. Gruselig ist, wenn man Steps hört. Was, wenn ist das eine Info, die ich haben sollte? Nein. War das klug von dir? Die ist unwichtig. Vielleicht wollte ich dich auch nur verunsichern. Bin mir sicher, dass du das wolltest. Tut mir so leid, Bruder, du kannst doch nicht meinen Spot als Versteck nehmen. Möchtest du noch, möchtest du noch irgendwas sagen kurz, oder? Okay, es tut mir wirklich leid. Rest in peace, Bro. Timo, Bruder, du kannst dich doch nicht da verstecken, wo ich immer hingehe, Mann. Okay. An der Stelle, es tut mir auch leid für die Person, die sich jetzt hier unten versteckt. Sven! Sven, Digga! Lass mich doch einmal Kevin. Nein, das ist nicht Sven. Lass mich hier raus! Nein! Kevin, nein. Digga! Guck mal, ich war unter dem LKW und alle meinten so, nee, Revi kennt das Versteck hier woanders hin! Ja, darfst du aber nicht, Bruder! Darfst du ja, nicht! Ich weiß. Versteck gewählt! Du siehst, du hörst mich nicht mehr! Junge, du kleiner Cheater, Junge, es ist immer das Gleiche mit dir! Traue niemals einem Kevin, Leute, ein Leitmotto! Okay, noch 9 Leute am Leben hier! Ah, das wird auf jeden Fall nicht einfach werden, glaube ich! Nimm es halt, ich muss ja echt jeden einzelnen Raum durchkämmen. Um sicher zu gehen. Dudel die Nudel, das tut mir leid, Bruder, es tut mir leid. Aber ich höre Steps wirklich sehr gut. Ich glaube, du hast dich eben kurz bewegt, das habe ich gehört. Das wird nicht lange dauern. Schau mal, ich mache doch ganz guten Progress hier. Das Ding ist, man darf halt nicht denken, nur weil ein Haus schon mal benutzt worden ist, dass hier kein anderer drin ist, weißt du? Ihr seid ja nicht dumm. Ich kenne euch ja. Oh. Ist jemand ehrenlos gewesen? Das werden wir jetzt gleich herausfinden, Leute. In der Theorie wäre es nur ehrenlos, weil ich halt nie was verboten habe. Aber, so wie es aussieht, haben wir nur Ehrenmänner bei uns. Okay, gut. Ich würde sagen, wir verschärfen das gleich nochmal ein bisschen. Wie kann man mitmachen? Gerade sind es noch Subgames. Oh nein, Sven, du hast die Türen nicht zugemacht. Aber war ein starkes Versteck, Digga. Kann man nicht anders sagen. Boah, das war echt nicht schlecht. Es tut mir leid, Digga. Es tut mir wirklich leid. Okay, es wird hier aufgeräumt und alle sagen mir, du brauchst Jahre dafür. Ich kenne doch die Spots, wo man sich versteckt. Die Türen zumachen, Leute. Easy Lifehack. Türen müsst ihr immer zumachen, Mann. Mit offenen Türen ist das so easy für mich, wisst ihr? Oh, Leute. Ich bin gründlich, wenn ich suche. Hier wird noch jemand campen. Ich weiß das doch. Übrigens hier.
Ganz kurz, wenn ich mal ganz kurz was zeigen darf. Ich hab's nochmal gemacht. Ich glaube, mit der Impulsgranate kann man sich hier irgendwie hinterbacken. Extrem krankes Versteck. Okay, Baumkronen haben wir gesagt, sind raus. Okay, ich glaube, so häusermäßig habe ich jetzt fast schon eigentlich alles durch. Da fehlt nicht mehr viel. Jetzt ist die große Frage. Ah, wobei, ne, ein Haus habe ich noch nicht durch. Und da werde ich sicherlich noch zwei Kandidaten finden, meine Freunde. Da kann ich auf jeden Fall für. Garage auf jeden Fall safe. Im Waschraum wird sich auch immer gerne versteckt. Gerade halt hinter den Türen, mal gucken. Das ist natürlich klug. Mit der Zone jetzt? Nein, ich meine... Die Zone ist halt gerade ein bisschen bekackt. Ja, also, müssen wir gleich mal gucken. Nächste Zone kommt halt gleich schon, Leute, sind deshalb... Sind ja nicht mehr so viele, ne? Ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Die Verbleibenden, ihr kennt hier vorne dieses Areal mit dem Swimmingpool und dem Basketballplatz. Kennt ihr das? Da treffen wir jetzt gleich weiter. Richtung W. Alle Richtung W kommen und dann versteckt euch da erneut, okay? Dann haben wir nämlich ein kleineres Spielfeld. Alles entspannt. Kommt her bitte. Kommt alle in Richtung W. Ey, du bist genau an mir vorbeigelaufen. Alter. Echt jetzt, Digga? Was? Wo? Wo warst du? Warte, komm. Kann ich, hörst du das, wenn ich tanze? Wo ist mein Essen? Bruder. Ja. Kommt ihr bitte alle W? Ihr müsst schnell kommen wegen der Zone. Bitte fliegt vor der Zone und kommt zu mir. Kommt Richtung W. 268, ja. Genau, da ist schon der erste, zweite, sehr schön. Du bist einfach genau an mir vorbeigelaufen, das war so witzig. Echt jetzt? An mir bist du auch vorbeigelaufen. Echt jetzt? Oh damn, okay. Okay, geh dich schon mal verstecken. Da vorne, zum Ende. Hier vorne in dem Areal drin, hier vorne in dem kompletten Areal, okay? Lauf, los! Monique, danke schön für deinen Sub. Was mit den Lustigen, die außerhalb von Tilted sind? Außerhalb von Tilted ist keiner. So, versteckt euch bitte hier vorne einmal auf dem beim Fußballfeld oder sowas. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe jetzt nur eine Minute Zeit, euch zu suchen. Also schnell, ihr hättet ein bisschen früher kommen müssen. Wo, ja, komplett bitte. Ich zähle 10 Sekunden runter, dann müsst ihr versteckt sein. Oha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, einfach null Zeit mehr gehabt. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo drin hängt. Hier in dem Gebäude sind auf jeden Fall welche drin, ne? Das weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Oh, sorry, Bruder. Tut mir leid. Snipes, I'm so sorry. Erik Nones, tut mir leid. Okay, die letzten beiden bitte ins Wikingerdorf laufen. Tut mir leid, dass wir jetzt... wieder an mir vorbeigelaufen sind. Echt jetzt? Was? Ich habe einfach einen krassen Skin. Hey, was? Wie? Chameleon-Skin, Alter. Digga, ja, er cheatet einfach rein, Bruder. Okay. Invisible Cheat. Kommt mit hoch ins Wikingerdorf, Leute. Folge dir einfach, ich hab keine Ahnung, wie lang. Seid ihr beide hinter mir? Ja, ich bin hinter mir. Der andere auch? Ich baue mich rasch nach oben. Okay, nice. Akku mal korrekt. Da hoch, Sven. Einmal da hoch. Okay, Sven, sind Venturion und wir bist Patty, glaube ich, ne? Nee, ja. Doch, Play with Puppy ist es. Ihr zwei schon wieder, ey, ihr Tryharder. Aber nicht, die Deckung von mir aus. Ich konnte es einfach bekommen, ich hab ja schon so die Reform. Okay. Hoch ins Wikingerdorf, dann einmal da verstecken. Ihr rennt jetzt ins Dorf, ich bleib hier unten stehen. Im ganzen Dorf bitte verstecken. Okay. Da ist mein Skin vielleicht diesmal nicht so gut. Mache 10 Sekunden wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on go. Mein Versteck ist halt so hart, scheiße. Sven? Ja, das war auf jeden Fall schon echt gut so. Also, Die Zeit war schon abgelaufen. So. Das war schon echt gut. Okay, Digga, jetzt kommt's wieder auf an, Alter. Patty, der Tryharder. Wo ist er? Mein Versteck war echt lächerlich, ey. Das war echt. Aber die anderen beiden waren krass. Ich bin zweimal dir vorbeigelaufen, was erwartest du mehr?
Patti, ja. Es tut mir leid. So, Leute. Well played. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mehr Subscriber Hide & Seek sehen wollt in der XXL-Variante, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Kevin und bei Sven vorbei. Küsst eure Augen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss, gehen raus.